Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute Überlebender. Und ich spiele mit den Perks Selbstfürsorge, botanisches Wissen, gewieft, der Eifer der Menschen und mit dem Gegenstand den Sunny-Kasten des Rangers und den Zusätzen Gel-Kompressen und Mulbinde. Warum spiele ich das alles? Diese beiden Addons und dieses Item sorgen dafür, dass ich sehr, sehr viele Heileinheiten habe. Und damit mich sehr oft hochheilen kann. Diese drei Perks, Selbstfürsorge, botanisches Wissen und gewieft, sorgen dafür, dass mein Heil-Item effizienter ist. Das heißt, dass sich die Ladung des Items langsamer abnutzen. So sorgt Selbstfürsorge dafür, dass die Effizienz von Selbstheilung mit Heilgegenstand um 20% erhöht ist. Bei botanischem Wissen wird das Ganze um 33% gesteigert. Und gewieft sorgt dafür, dass Item-Einheiten sich um 25% weniger abnutzen, also im Grunde auch 25% effizienter. Ich habe diesen Perk-Bild bei dem YouTuber Ardita gesehen. Einen Link dazu habe ich euch in der Videobeschreibung gepackt. In dem Video ging es darum, dass er ein Medikit hat, mit dem er sich einfach sehr, sehr oft hochheilen kann. Und ich habe das als Inspiration genommen, um ein Video zu machen, bei dem ich endlich mal der Eifer der Menschen zum Einsatz bekomme. All diese Sachen helfen mir dabei, immer wieder mich hochzuheilen und damit im Zweifel Schläge zu tanken, die ich brauche für der Eifer der Menschen. Ich hoffe, dass ich es endlich mal schaffe, der Eifer der Menschen zum Einsatz zu bekommen. Aber gut, ob ich es schaffe oder nicht, das seht ihr jetzt im Video. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Runde mit dem guten Dwight auf dem verfallenen Kuhstall. Mal sehen, ja, wie wir uns schlagen werden. Und ob wir der Eifer der Menschen zum Einsatz bekommen. Wäre cool, wenn das wenigstens einmal klappen würde. Ansonsten haben wir halt unser Medikit für die Heilungen. Eine Krankenschwester. Das ist eigentlich nichts, was man am Anfang des Spiels hören möchte. Oh, gegen eine Krankenschwester, ne? Ne, gegen eine Krankenschwester ist es schwer, denke ich, einen Schlag zu tanken. Wenn die sehr präzise blinken kann, dann schwierig. Aber gut, sie sucht jetzt wahrscheinlich dort oben beim Kuhstall, weil ich an dem Generator kurz gearbeitet hatte. Und ich bin schon wieder über alle Berge. Das einzige Problem ist natürlich, dass ich kein Einfühlungsvermögen habe und daher nicht weiß, wo die verletzten Mitspieler sind. Und daher es für mich schwieriger wird, mit der Eifer der Menschen einen Schlag zu tanken. Aber gut, das muss ich jetzt so auf mich nehmen. Na gut, okay, der erste Generator wurde gemacht. Das ist auch ziemlich gut. Arme Krankenschwester, die hat jetzt hier wahrscheinlich zu kämpfen. Und blinkt sich wahrscheinlich irgendwo oben im Teil der Map rum. Meine Generator ist auch bald beim Dritte. Sobald jemand verletzt ist, ja, gehe ich los. Und versuche einen Schlag zu tanken. Und sei es jetzt auch nur ein Schlag, den die Krankenschwester mir gibt, weil ich einen Haken blockiere oder sowas. Okay, jagt sie noch? Wäre gut zu wissen. Okay, hier oben in dem Gebiet. Kalt, wärmer, kalter. Jetzt wahrscheinlich doch hier oben. Okay, sie hat ansteckende Angst, hieß es. So, okay. Und Rettung. Hau ab, hau ab. Hau ab, Fang, hau ab. Ich laufe jetzt einfach hinter der Fang her und versuche einen Schlag zu tanken. Die Krankenschwester dann vielleicht doch eher auf mich setzt. Aber so wie es aussieht, hat die Krankenschwester so ein bisschen zu tun, hinterher zu kommen. Okay, sie hat sich ein neues Ziel geschnappt. Ich denke, ja, ich nutze direkt mein Medikit, um sie zu heilen. Medikit und botanisches Wissen, das geht schneller. Klar, sie wurde jetzt so ein bisschen abgefarmt von mir, aber gut, ich hätte halt den Schlag getankt. Das ist halt mein Perk-Bild, dass ich da den Leuten, ja, den Rücken frei halte. So, wo war das? Die Richtung? Ich glaube, in der anderen Richtung waren die anderen. Ja. Okay. Oh je, ich glaube, es wird schwierig, hier der Eifer der Menschen zum Laufen zu bekommen. Denn die Nurse, die ist nicht so gut auf uns vorbereitet. Ich gehe mal wieder an den Generator. Ah, wobei ich will halt auch selber nicht gejagt werden, ne? Ich muss ja derjenige sein, der dann den Schlag tankt. Entsprechend
müsste ich da eher vorsichtig sein. Damit ich nicht derjenige bin, der gejagt wird. Okay, aber keine Ahnung, ne? Nurse im Kornfeld. Gerade wenn man nicht so gut mit der Nurse spielen kann, ist das schwierig, ne? Gut, keine Ahnung, wie gut sie mit der Nurse spielen kann, ne? Jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Aber im Moment sieht es doch schon sehr gut für uns aus. Ja, der ist ein Haken, zwei Generatoren sind gemacht. Ich sitze hier auch an einem. Gleich ist das Spiel für die Nurse schneller um, als sie will. Okay, jemand anders wurde verletzt. Ich denke einfach mal in der Richtung. Dadurch, dass sie halt den 32 Meter Terrorradius hat, kann ich da versuchen, sie aufzuspüren. Kann ich es zumindest versuchen. Sie jagt immer jemand anderen. Wie soll ich da Schläge tanken? Oh, hier vor mir. Jagt sie jemanden? Nee, die schwebt einfach nur rum. Ich dachte, ich könnte jetzt einen Schlag tanken. Was ist denn jetzt los? Knapp. Okay. Kornfeld ist natürlich fies gegen den Nurse. Die hat noch nicht so gut die Krankenschwester beherrscht. Jetzt ist sie wieder vorne. Na gut, wenigstens werden wir mal gejagt, ne? Wenn schon der Perk wird nicht aufgeht. Oh Mann. Oh gut, man hat halt manchmal Pech, ne? Okay, nächste Generator gemacht. Ich wollte eigentlich einen Schlag tanken, nachdem sie verletzt ist. Vor allem, ich mache aber auch gerade nichts, ne? Na gut, wir können es uns irgendwie auch gerade erlauben. Alle sind geheilt. Oh Mann, ich glaube, das wird nichts mit dem Perkbild in dieser Runde. Weil wenn sie Noid haben sollte, ist es dann auch Quatsch, irgendwie einen Schlag zu tanken. Weil man soll sich ja mit dem Perkbild nicht umbringen. Sondern einfach nur immer wieder voll heilen können. Und sie geht. Und der letzte Generator wurde okay, Noed. Ne, das meinte ich. Am Ende hat sie die ganze Zeit nur so getan, als könnte sie nicht im Feld blinken, um jetzt mit Noed uns alle zu kriegen. Ich gehe ans Tor, mache das Tor auf 99. Das Problem ist, ich kann keine Schläge jetzt mehr tanken, außer Noed wird zerstört. Würde Noed zerstört werden, dann wäre ich hier der beste Schlägetanker am Ende. Aber bis zu diesem Zeitpunkt muss ich erstmal das Totem suchen. Weil es ansonsten halt einfach, es macht halt keinen Sinn. Die Runde ist schon wieder so blöd. So blöd für mein Purple. Aber gut, ich konnte wenigstens einmal einen heilen, ne? Aber das, was ich eigentlich vorhatte, nämlich einfach der Menschen zum Einsatz zu bekommen, schwierig. Bin ich ehrlich mit euch. Das wird, glaube ich, sehr schwer. Okay, das eine Totem hinten habe ich zumindest auf 99. Ich schaue mich jetzt so ein bisschen um, ob ich vielleicht das Totem finden kann. Sie ist dort hinten im Feld. Ich rette, denke ich, direkt. So, zack. Hau ab, David. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht abgefarmt. Eigentlich jetzt bräuchte halt jemand, der einen Schlag tankt. Aber jetzt ist halt auch Noed aktiv. Da ist jeder so ein bisschen. Das ist das falsche Totem. Dort hinten war es echter. Da hinten war ich, aber ich habe es wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Ne? Also ich versuche jetzt einfach dahin zu kommen, wo der David ist. Und einen Schlag zu tanken. Mist. Okay, dann versuche ich jetzt einen Schlag beim Haken. Was zur Hölle war das? Das war jetzt echt ein sehr, sehr merkwürdiger Glitch. Hau mich einmal. Zack, danke. Und sie sucht im Feld nach mir. Ein Zeichen für wir werden ewig leben, habe ich. Jetzt heile ich mich schnell voll, nutze das Medikit.
Schließlich habe ich ja drei Perks, die darauf ausgerichtet sind, mich selber besser zu heilen. So, und zack, geheilt. Vielleicht war das halt einfach ein Anzeigefehler, aber... Dass der direkt vorm Haken niedergegangen ist? Naja, keine Ahnung. Sah schon komisch aus. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ich schaue jetzt einfach mal... Lass mich tanken, David. Lass mich für dich da sein. So, David, ich muss nah genug an dir dran sein. Zweiter Schlag. Oh. Sie hat irgendwas, das ich schreie, wenn sie durch mich durchblinkt. Schade. Okay, jetzt hat sie mich doch noch bekommen. Da habe ich sie ein bisschen unterschätzt. Aber wir haben wenigstens 2 von 3 Schlägen kassiert für der Eifer der Menschen. David heilt sich irgendwo dort hinten. So, wir sind am Ende doch noch unserer Tankpflicht nachgekommen. Dort hinten hockt jemand im Gebüsch. So, hoffentlich schafft sie es, mich sicher zu retten. Dann müsste ich mich voll heilen und dann irgendwie versuchen, einen Schlag zu tanken. Oh Mann, das klingt schon wieder alles so unmöglich hier. Zu Fang. Oder David. Dankeschön. Sie geht auf David. Ich werde mich jetzt schnell heilen und dann kann ich nochmal einen Treffer tanken. Außer sie hat Ruf einer Krankenschwester, dann bin ich am Hintern. Yep, hat sie. Heilung im Herzschlagradius ist nie eine gute Idee. Aber wem sage ich das? So, die Nurse geht jetzt auf die Fang. Oh nein, sie ist nochmal auf den David gegangen. Okay, voll geheilt. Und nochmal hin. Und nochmal versuchen, den Schlag zu tanken. Ich kann 2 Schläge damit jetzt einstecken. Ach nee, Quatsch. Ich habe noch keinen Schutztreffer. Also ich könnte 2 Schläge eintreffen, wenn sie ihn zum Haken tragen würde. Macht sie aber noch nicht. Dank meines Medikits und der Addons und der Perks kann ich das halt sehr, sehr oft nutzen. Ich glaube, 6 Heilungen bekomme ich da vielleicht raus. So, zack. David hat unbeugsam. Tor wird aufgemacht. Jetzt habe ich den Schutztreffer kassiert. Zack. Und wir haben den Eifer der Menschen zum Einsatz bekommen. Okay, hat ein bisschen gedauert. Ich war sehr misstrauisch mit der Runde und dachte, ich müsste noch eine aufnehmen. Aber ich finde, die passt. Also ihr habt gesehen, ne, mit dem Medikit und den Perks kann ich mich einfach super oft hochheilen. Und habe dahingehend überhaupt keine Probleme. Abnehmen, ja. Und die andere heilt sich irgendwo. Gut, für die hätten wir höchstens nochmal versuchen können. Okay, die war bei der Falltür. Gut, okay, Quatsch. Ansonsten hätte ich gesagt, ansonsten hätten wir für sie halt auch nochmal tanken können. Aber hey, wir haben der Eifer der Menschen zum Einsatz bekommen. Wir haben zwar, ja, kaum Generatoren repariert, aber dafür waren wir sehr hilfsbereit. Okay, ja, das waren Killer und die Überlebende. Sie hatte Noed. Dann ansteckende Angst wussten wir. Ruf einer Krankenschwester wussten wir dann auch. Oh gut, und Tana hatten wir unten immer gesehen. Ansonsten, sie bekommt, die Überlebenden schreien auf und sie bekommt mehr Blutpunkte, wenn sie durch die durchteleportiert. Und nach der Teleportation kann die Krankenschwester sofort zu ihrer ursprünglichen Position zurückteleportieren. Okay, mit dem, das Addon habe ich bisher auch eher selten gesehen, ne? Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!